Jungs, aus dem Freund, wir haben ein Video am Start. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt Richtung Passau. Erstmal Öl wechseln. Ich bin unterwegs mit inkompetenten Menschen, wa? Daran merkt man, was wir für Opferkanaten sind. Nein, sag nicht so, auf Bruder. Wir wussten direkt, dass es das ist. Wir wollten nur sicher Bruder, gehen. Aber guck mal, unsere Väter, Walla, die hätten uns ausgelacht. Ja, natürlich. Walla, die hätten uns ausgelacht. Ja, okay, hey, aber... Wir suchen gerade eine Stunde. Wir haben ganz Verkehr aufgehalten, ganz Tankstelle. Weil wir nicht wissen, welches Öl wir benutzen. Warum haben wir nicht so... Wegen QX. Omega-3-Öle benutzt, wegen, ja? Wegen der Viskosität. Bruder, weil ach, genau... Allah damit Bella weißt du, so Fettzellen und... Allah, Bella, sie werden müssen. So Leute, wir müssen natürlich kurz hier... Komm wieder raus. Der lacht einfach fake, der so... Ihr wisst, vor einer langen Tour muss man immer ein bisschen einkaufen der gehen, heißt deswegen... einfach Dorothy ab jetzt, wir nennen Hakan Dorothy. Dorothy? Okay, aber jetzt heißt Hakan Dorothy. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Snacks holen. Ey, du heißt übrigens ab jetzt Agathe. Und du? Agathe und Dorothy und ich bin Gertrud. Nein, Bruder. Halt auch rein, Leute, wir sehen uns. Mert, was hast du da? Was willst du damit? Das ist der Ausgangsschiff. Was willst du damit? Das ist für die Halalis, Bruder. Es gibt sie doch zu Hause. Heute wird wild. Hacka, was sagst du? Also, wie schlau waren die damals? Also, wir machen einfach auch Sekt für Kinder ohne Alkohol. Weißt du, was ich meine? Dass sie auch so cool tun können. Und dann wundern sie sich, wenn das alles Alkoholiker werden. So Freunde, wir sind jetzt im Auto, wir wollen uns gleich auf den Weg machen hier, aber wir waren jetzt hier ein bisschen einkaufen, Shopping, Mopping und so, aber wir wollten uns noch testen gehen, korrekterweise, ne? Mert, kennst du den Stern, wo wir uns testen lassen können? Ey Jungs, ich hab da so eine Connection, so ein Mädchen, ich kenne die von Grundschule bis fast Abi, ich war sogar letztens bei der Testen, Digga. Ich hatte voll Angst, dass die so voll tief meine Nase steckt und so, da meinte ich so, ey bitte steck bitte nicht so tief rein und so. Da meinte sie, kein Problem, ich kann auch nur in deinen Mund. Ich so, ja, bitte steck nur in meinen Mund. Da hat die nur im Mund gemacht, aber auch nicht so tief, weißt du was ich meine? Das war herbe Jackpot. Hat die jetzt klein gehabt oder was? Nee, das Stäbchen war lang genug. Anane! In dem A6, in der Hand ein Bargeld, AT, Schwarzgeld, auf den Rücksitz gestapelt, nimm dran ein Arbeitschikakel, ey, pst, zacke, Gangbang mit Skalle, in dem B. Normal noch neben. Oh Leute, ich habe eine Zahnlücke wie Sasa. Auf jeden Fall, liebe Freunde, der Onur hat gerade angemeldet, dass er auf Toilette muss und wir haben eine Regel gemacht, man muss schnicken, ja, bis man gewinnt. Mach mal schneller stehen. Ja, warte, ich muss... Wenn man auf Toilette will, muss man Schnick, Schnack, Schnuck gewinnen. Yalla. Und wenn man verliert? Ja, dann muss man so lange weitermachen, bis man... Also pro verloren ist eine Ausfahrt. Ja. Safe. Einer hast schon verkackt. Oh, nein, ich hab noch gar nicht gespielt. Nein, wir sind vorbeigefahren, ja, das meinst du. Ja, okay. Yalla! Soll ich gewinnen lassen oder nicht? Nein, ja. Nimm den Hops. Bullshit, warte. Ja. Ja. Warte mal. So, nächstes nochmal. Ja, das ist schon, die kommt doch gerade erst. Ja, egal. Egal, du hast wieder verloren. Ja, zweite Ausfahrt. Zweite Ausfahrt. Dritte Ausfahrt. So pissen. Vierte Ausfahrt. Nochmal. Papier. Fünfte Ausfahrt. Bruder, Papier. Sechste Ausfahrt. Papier. Siebte Ausfahrt. Vorbei, Mann. Mach weiter. Macht keinen Sinn. Achte Ausfahrt. Neunte Ausfahrt. Zehnte Ausfahrt. Aha, okay, nach 10 Ausfahrten darf er. Nach 10 Ausfahrten darf er. Der hat keine Chance, Bruder. Das ist das. Hast du Flasche dabei? Boah, der kriegt doch nicht meine Flasche, ich trinke da draus. So, Leute, das ist gerade die dritte Ausfahrt, die wir verpassen. Und Ravi, was sagst du dazu? Noch 7, Bruder, noch 7. Noch 7! Was hast du das? Das bleibt ja nicht rechts auf seinem Paul Walker.
Guck mal sein Kennzeichen, dann weißt du, warum der ein Hurensohn ist. Wie Witz? Würzburg, Bruder. Wie Witz? Die können alle kein Auto fahren, deswegen ist das schlau. Ja, einfach das, Würzburg. Ja, okay, aber dafür kann ja ein Würzburger nichts. Doch, der ist Würzburger. Der kann ja wegziehen. Bruder, ich muss auf Toilette. Keine Ahnung, Digga, Alter. Wie viele Ausfahrten habe ich noch? Bundesagentur für Arbeit. Oder nur noch 7. Wie viele Ausfahrten habe ich noch? Digga, noch 7. Noch 7 Stück. Ah, mit der Tschachtel, man ja auch. Das Spiel, hat einer von uns. Da ist der nächste, ich guck schon was. Ist einer von uns pinkeln, Bruder? Nein. Warte. Oh, du kannst mit Toilette und so. Toilette, Bruder. Ich hab grad Herrmitleid mit dir. Auf Töpfchen. Also noch 6, ne? 6 Stück. Und Verschmutzung. Das Schlimme ist, ich muss pissen, aber trotzdem noch trockene Mund. Dann gib Gas. Weißt du, was ich machen muss? Ja, Bruder, das ist das erste Mal, dass es nicht so krass regnet. Warte, du siehst das gerade selber. Guck so. Aber ich möchte kurz erwähnen, dass die beiden gepennt haben und safe 2 Ausfahrten verpasst haben. Ich glaube, Scheiße, Alter. Ich schwör auf Big Bang. Ich schwör auf Aldi. Ich schwör auf Aldi. Wir entscheiden für ihn. Wie viele Bauschen haben wir? 10. Viele Grüße an die Leute aus Seilauf, Waldschaff und Wessenbach. Wow. Der Anfang ist melodisch und danach kommt ein ekelhafter Toilettengeschmack. Das ist unglaublich. Unglaublich. Probier. Was ist schon ekelhaft? War das nicht überhaupt nicht. Das ist unnormal ekelhaft. Nein. Der erste Geschmack ist Killer, Bruder, Melone. Und danach kommt auch noch so ein Geschmack, ich weiß schon, was Frank hat. War das geil? Nicht der erste, der zweite Geschmack. Honigmelone. Der erste ist Honigmelone, der zweite, Bruder, der ist Killer. Der zweite ist Kaugummi. Nee, das ist so. Geil. Wenn du so, Bruder, am Reden deine Ohren, die denken direkt an die rumlecken. Werden wir gleich testen. Der hat einfach rausgenommen, Walla. Ne? Überhaupt nicht ekelhaft. Anfang war lecker. Anfang war richtig schlecht. Hab ich doch gesagt. Und dann kriegt er rein. Ne? Ja. Walla, du überkreibst. Ich schwöre. War ekelhaft. Ey, brauchst du Papier? Ja, bitte. Ja, warte. Ich hab ganz viele Dings. Schokobots. Zum ersten Mal mehr Pech. Boah, Alter, ekelhaft. Hier Melon Mint von einer extravaganten Marke, Leute. Aber ich kann den Namen nicht nennen, aber sie ist extravagant. Von Aloha. Die wäre. Wer von euch kennt den letzten Ausfahrtcheck? Ich kenne den. Ja, natürlich, Alter. Party, Bruder, Junge! Aber machen wir den letzten Ausfahrtcheck. Bruder, was für letzte? Wir haben noch 500 Kilometer vor. Handy am Steuer macht man nicht, Alter. Das ist wirklich sehr gut. Vor allem, wenn man der Fahrer ist von anderen Leuten. Ja. Noch 2 Ausfahrten. Ich habe noch 2 Ausfahrten vor mir, meine Freunde der Sonne. Ja. Wir sehen uns demnächst. Ich habe schon ein bisschen Pipi in meine Hose gemacht. Er checkt einfach nicht. Aber es ist nicht so schlimm, weil alle unsere. Du meinst ernst? Ja! Seit 5 Ausfahrten, ich kann noch 2 Ausfahrten. Warte mal, Bruder, ja. Also jetzt gleich raus, sagst du? Nein, noch 2 Ausfahrten. Bock hier, Bruder, Bock hier. Bruder, ich muss pissen! Dann reicht, jetzt fahren wir raus, komm. Mein Bauchnabel stinkt nach Gött. Da drinnen. Ah! Ja, nicht hier. So, Leute, wir haben eine kurze Diskussion, bevor ich endlich auf Toilette gehen kann. Ist das Alp, in McDonald's oder Burger King sein eigenes Getränk mitzunehmen? Ja, kommt drauf an, was für ein. Ich sag grad, guck mal, natürlich ist das Alp, ne? Aber bei einem normalen BK oder McDonald's, aber nicht bei einem Raststätten-BK oder McDonald's, das ist doch scheißegal. Hakan, was sagst du dazu? Ich sag, Bruder, sind ehrlich, ist nicht. Im Endeffekt, ich hab mir das ja gekauft. Ist dein Hack. Im Endeffekt zahlt man da 4 Euro für halbe Liter Cola, seid ihr behindert? Natürlich gehe ich mit. Aber das ist ja trotzdem Alp. Pass auf, wir gehen auf Toilette. So, Leute, ich war jetzt endlich auf Toilette. Bitte, ich muss euch was zeigen. So ist es echt nur noch in Autobahnraststätten. We love to entertain you. Jo, servus, liebe Freunde. Ich habe eine neue Info für euch, und zwar ein neues Produkt. Ihr seid ein Kanacke, ihr seid draußen unterwegs und es regnet. Eure Haare sind nicht mehr fresh. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Jetzt neu im Handel, die Maske. Eure Haare bleiben fresh. Hey Leute, wir waren gerade da, weil wir dachten, da ist McDonald's. Ich war auf Toilette, kommt Mert zurück, sagt er, weißt du, wo McDonald's ist? Walla, da hinten. Wo? Da, Bruder, da.
Da? Ah, also genau, müssen nochmal ins Auto und weiterfahren. Obwohl wir schon auf dem Rastplatz sind. Wir müssen nach da fahren, so weit ist das. Ja. AMK. Filet-O-Fisch. Guck mal, Walla, ich hab größere Zahnlücke als du. Zaza. Smokin' Zaza. Bitch, I'm a Nyana. Ich hab gar keine Ahnung. Wopti. Bitch, I'm a Sal, this is a movie. Blue Cheese. I swear, I'm a dick in the Blue Cheese. Ich schwör auf alles, der klingt so. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. So, wir haben jetzt genug unnötige Zeit verschwendet. Wir fahren jetzt weiter. Ja, wir haben gerade gegessen, gegessen und so. Ihr wisst, was ich meine. Wir fahren jetzt weiter. Mach das nicht an. Wir fahren jetzt weiter. Und wenn noch einer pinkeln muss, dann geh jetzt. Wir sind noch am Stehen. Schnick, schnack, schnuck. Nein. Doch, auf jeden Fall. Ich hab das auch mit dir. Ihr macht das auch. Neue Regel: Wenn man mehr als fünfmal verkackt, dann muss man zweimal gewinnen. Alle fünfmal, die man verkackt, muss man einmal mehr gewinnen, um auf Plätze gehen zu dürfen. Neue Regel, wenn man ab jetzt fünfmal hintereinander verkackt, darf man nicht auf Toilette gehen, bis man da ist. Neue Regel, wenn du Peach bist, dann bin ich Peach. Nein! Warum? Weil ich kein Peach bin. Nein, einfach. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Aber wir sind im Wald. Wir sind auch noch im Wald. Ja, wir sterben wegen dem. Egal, wo er lebt, man will es. Also, liebe Freunde, nachdem der Ono wieder mal den Helden spielen wollte und fast riskiert hat, dass sie auf der Autobahn stehen geblieben sind und gerade mal mit 10 Kilometer Reichweite noch getankt haben, sind wir jetzt bald hoffentlich da, Alter. Die Motivation ist im Keller. Warte mal kurz. Warum den Helden spielen? Ich kenn doch mein Auto, da steht doch... Spiel nicht den Helden, Private! Da steht doch 10 Kilometer. Es gibt eine Analyse. Auf jeden Fall, Analyse, ey. Wir haben noch 130 Kilometer vor uns. Ich gebe mein Bestes. Ich muss natürlich vorsichtig fahren und trotzdem, wenn die Augen zu machen, rase ich hier. Ich fahre den ganzen Tag schon durch Regen am Minder. Ja. Meine Zähne sind wie Sasa. Meine Zähne sind so gelb und verschimmelt von irgendwelchen Schrottessen, was wir gegessen haben. Okay. Und alles wegen Hackern. Okay, peace. Und alles nur wegen Hackern. Okay, peace, Leute. Au! Scheiß Dickster, was das ist! So, Leute, wir sind jetzt da. Wir wurden sehr herzlich empfangen. Wir sind am Start, ihr wisst Bescheid. Wir müssen jetzt ein bisschen chillen noch. Ihr wisst, ich habe die ganze Fahrt bin ich gefahren. Und trotzdem bin ich noch fit. Und Hakan ist auch noch ein bisschen fit. Ich zeige euch die beiden Keks mal kurz. Guckt euch mal bitte mehr an, bitte. Hakan, alles gut, Bruder? Oh, ich bin auch dabei. Ich bin der Hakan, ich bin auch dabei. Ja, I am. Soll ich dich doch verabschieden, ne? Alter, verpisst euch, Alter. Abonniert. Haut rein, Leute. Peace out.